In einem deutschen Flugzeugwerk, beim Bau feinster Instrumente, hat sich die Frau als Meisterin erwiesen. Im Konstruktionsbüro wird alles genau errechnet und durchkonstruiert. Zu einem einzigen Flugzeug gehören Tausende von Einzelteilen. Zellenbau für Kampfflugzeuge vom Typ Do-217. Selbst die winzigste Schraube muss haargenau passen. Kampfflugzeuge vom Typ He-111. Und hier Jagdflugzeuge vom Typ Me-109. Wo immer auch der deutsche Soldat am Feind steht, er weiß, dass er sich auf den deutschen Rüstungsarbeiter verlassen kann. Flugzeuge vom Typ FW-190. Es sind die schnellsten Jäger der Welt. Auch der modernste Horizontal- und Sturzkampfbomber, die U-88, wird in großen Serien hergestellt. Die Funkanlage wird überprüft. Jeder Motor ist ein Meisterstück deutscher Werkmannsarbeit. Zehntausende von neuen Jägern, Zerstörern, Aufklärern, von Stuka, Transport- und Kampfflugzeugen stehen für den Einsatz bereit.